Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zum Finale, denken wir jedenfalls. Also wir sind jetzt in dem Spiel zu 93% durch. Und da ich alleine nie was auf die Kette kriege, ist noch der liebe Daniel dabei. Finale. Oh, ja, genau. Also, es könnte sein, dass das Ganze jetzt recht schnell zu Ende geht. Also nicht Mit mit einem uns. Knall wohlgemerkt. Nicht mit uns, sondern eher mit dem Spiel. Ja, dann würde ich sagen, wir haben eigentlich nur noch, wenn ich auf die Map schaue, bis auf die Kopfgeldmissionen, da überlegen wir uns noch, ob wir die machen oder nicht. Und die Challenges. Und die Aber die Challenges gucken wir uns irgendwann nochmal in Ruhe an. haben jetzt eigentlich nur noch die Hauptquests zur Verfügung. Dann würde ich sagen, sind wir bereit? Ich bin immer bereit. Gut, also unser Auftrag ist den Aufenthaltsort von Kamikos Körper zu erfragen. Ich vermute mal, dass... Zum wievielten Mal? Dritten Mal? Vierten Mal? Ich vermute mal, es geht nicht, dass wir einfach hingehen und fragen, sondern eventuell könnte es leicht in Gewalt ausarten. Meinst du, wir müssen ein bisschen Überzeugungsvorarbeit leisten? Ich vermute mal ja. Also mich dünkt, es könnte passieren. Aber vielleicht überraschen das Spiel an der Stelle so nach dem Motto: Hey, hier ist der Körper, viel Spaß damit. Ja, genau, so richtig schön Rollenspiel. Wir können jetzt mit Karma punkten, können wir jetzt auch nur reden. Aha, genau. Ja. Hast du nicht deine Kammerkarte mittlerweile schon voll ausgeskillt, die ich möchte nicht gewaltsam spielen Karte? Ja, aber die zieht bei mir irgendwie nicht. Achso, Das muss ein So. Bug sein. Wo müssen wir denn? Achso, ich folge dir mal. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Nee. Weil irgendwie sieht das so nicht Hä? gut aus. Du bist ja immer noch. Achso, da unten bist du. Nee, warte mal, du warst schon richtig. Ich glaube, wir müssen Was du nicht meinst, komme ich dann darüber. nächstes Mal hoch. Warte. Ach komm. Ach Man komm. macht mir zu viel Geräusche da. Und tschüss. Oh, jetzt hält er die Gusch. Ach so, ja, wir haben auch noch mal unsere Waffen ein bisschen aufgelevelt, aber ich denke, das ist nicht so interessant. Ist halt nur ein paar einzelne Prozent-Perks dazu gekommen. Klatsch. So, jetzt machen wir dich alle. Ja, wo ist er denn? Okay. Da fliegt er in Teilen. Weg ist er. Wir müssten hier irgendwo lang. Wo sind die Uzi da? So. Ja, irgendwie ist es schon Oh strange, Gott. dass man wieder jetzt unendlich schießen kann. Mach halt Ja, fast keinen dann mach Schaden ich mit natürlich auch der. mal. Hey, wie viel sind da noch? Moment, 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 Moment. Ja, man macht keinen Schaden mit der, oder? Doch. Also ich sehe zumindest keine Schadenszahlen bei der. Also ich mach so 12 Schaden. Ah, vielleicht ist. Ah, elektroresistent. Achso, du hast Ja, auf ne? Element geskillt. Hä, was ist denn da los? Ich sehe gar keine Schadenszahlen mehr. Das merke ich. Ich scheine hier die ganze Arbeit zu machen. Nein, nein, das ist ja nicht so, dass ich keinen Schaden mache, aber ich sehe die Zahlen nichts mehr. Wahrscheinlich habe ich die mit irgendeinem Hotkey ausgestellt oder sowas. Schätze ich Soll. mal. Oder? Da ist noch jemand. Wer stört beim Looten? Geh weg. Und tu dich sputen. Oh Gott, ich reime wieder. Och nein, hör auf damit. Sag mal, wann hast du das das letzte Mal gemacht? War das auch, als wir irgendein Spiel zu Ende gespielt haben, so allmählich? Ja. Ist das immer so dein... Um über den Schmerz des Verlustes des Spieles hinwegzukommen, fängst du das Reimen an, ja? Ey, du brauchst nichts zu sagen. Ich möchte nur sagen, mit, wie war das mit den ganzen Bärgeschichten? Ja, aber unser Bärenfreund ist ja gerade gar nicht da. Das ist ja nur halb so witzig. Oh, was ist denn das für ein großer? Jetzt bin ich einmal. Na gut. Ui, wo bist du denn? Okay, es ist wohl Rage-Time. Ach, machen wir doch mal weg hier.
Da können wir mal alles auseinander. Ich bin sauer! Ist noch irgendwas da? Super, das dauert ja viel zu lang, der ist rot leuchten. Ich sehe schon gar nichts mehr. Ach wie, da fliegt jetzt noch so eine Gnomkugel rum hier. Das ist gerade ein bisschen blöd, dass ich keine Schadenszahlen sehe. Wie habe ich denn das ausgeschaltet, verdammter Arzt? Ja, schau doch einfach nochmal im Menü. Ja, gleich. Gibt's auch eine HUD-Anzeige, glaube ich. Aber wo kommt. Kann es sein, dass wir noch keine 2 Meter vorwärts gekommen sind? Ich glaube, ich habe gerade ein neues Schwert aufgesammelt. Ja, wo stehst du? Wo stehst du? Ich bin immer noch mehr oder weniger da, wo wir am Anfang waren. Was ist denn da? Ist das jetzt die Taktik vom Spiel, uns mit Gegnern nur noch zuzumüllen? Na ja, klar, hallo? So streckt man auch den Content. Du hast dich beschwert, dass die Laufwege zu lang sind? Dann werden die Laufwege halt kürzer, aber mehr Gegner. Ja, stimmt. Ja. Aber machen wir was. Da ist schon wieder so eine Leuchtkugel. Da ist doch noch jemand. Ach, da. So, kann ich jetzt einfach mal gucken, wo du diese blöde Wach... Greifst du mich an, oder was ist gerade mit dir kaputt? Nein, da ist was Unsichtbares gewesen. Den Giftschaden sehe ich allerdings noch, das ist ja witzig. So, kannst du mir mal kurz die Stelle zeigen, wo du deine... wo du die Schwerter aufgehoben hast? Unten auf dem Hauptplatz. Show Damage. Muss eigentlich der Haken drin. Na gut, mal gucken. Nö, ich sehe keine, oder? Ich habe sie versehentlich schon aufgesammelt, das kann ja durchaus sein. Das war so ein blaues Schwert, das lag hier irgendwo. Ach, da wo du jetzt bist? Ja. Es kann sein, dass ich wirklich schon aus Versehen aufgesammelt habe. Mann, Mann, Mann. Also, meine Schadenszahlen sind eigentlich eingeschaltet. Ey, wo kommt der jetzt her? Wo bist du denn jetzt hin? Ich bin doch bei dir. Ach, da unten bist du. Da war doch gerade irgend so eine komische Rumkugel. Die habe ich schon kaputt gemacht. Ach so, okay. Die war nämlich plötzlich weg und dachte ich mir, vielleicht ist sie nach oben kann. Hm. Na gut, weiter geht's. Ach nee, warte mal. Hä, das Spiel ist halt die Soldala. Ja, wir müssen wahrscheinlich eins hoch oder runter. Ey, komm mal her, da ist irgendwie so ein halber Boss oder so. Was? Wieder kein Zentimeter weiter. Was ist denn du? Ach da. Ah ja, okay. Und wieder seine die 3 Stooges. 3? Die 10 von der Tange. Ach Gott. Oh, ich sehe wieder, Schadenszahlen. Siehst du mal, Glückwunsch. Verpackt gelegentlich. Nein. Ja. Das ist Quatsch. Was hat denn die Kugel für Probleme? Wieso geht... Wo ist die jetzt hin? Was macht die jetzt da unten im Boden? Ach, jetzt ist sie wieder hier. Hm. Sag mal. Ich glaube, die Kugel ist ein großer Baseball-Fan, hat sich mal gedacht. Diese blöde Kugel geht mir gerade tierisch auf den Sack, ich erwisch die nämlich nicht. Ah, oh, das hast du doch. Nee, die ist da. Hallo? Jetzt ist ja, sie kaputt. Also gut, jetzt ist sie weg. Ja, 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 komm. So. Einmal Schnitzel. Ah, also. Oh, da liegt eine Waffe. Raichin? Ui, was haben wir? Gaussgewehr. Ui, die ist ja sogar orange. Also so richtig orange, nicht nur das Gelb. Das ist ein Gaussgewehr. Und da versinkt er wieder im Menü. Nein, ich bin direkt hinter dir. Das Problem ist, ich weiß nämlich gerade immer noch nicht, was ein Gaussgewehr eigentlich so richtig macht. Außer dass es schießt. Aber ich möchte die Frage jetzt auch nicht stellen.
Sag mal. Ich mach einfach gar keinen Schaden an dem Ding. Mal kaputt gehen? Ist auch so. Ja, dann geht's ein bisschen besser. War auch so. Hast du es ab und zu mal, wenn du mit einem Schwert zuhaust, dass du quasi die Umgebung wie so ein Wärmebild siehst? Ich sehe das wie ein Wärmebild, wenn ich kurz vorm Abnibbeln bin, glaube ich. Nee, Abnibbeln ist es bei mir nicht. Ich glaube, das ist auch, wenn ich aufgeladene Schläge mache. Ui, was ist denn da? Da ist ja noch so ein Dicker. Ach, die gehen mir auf den Sack. Weißt du, da möchte man eine unschuldige Stelle Sightseeing-Tour machen und dann kommt hier dieser Käse. Nein, das letzte Zipferle. Und bumm. Das ist aber gut. So, hat er was Anständiges fallen lassen? Da ist ja immer noch einer. Guck mal, wie ist denn der da reinkommt? Ah, der hat noch gelebt. Ich dachte, den habe ich erledigt. Wie hast du den da in die Box reinbekommen? Ich habe keine Ahnung. Der war auf einmal weg. Ich dachte deswegen, ich habe ihn schon erledigt. Sieht aus wie so ein Katzenklo. Vielleicht musste er mal dringend. Vielleicht. Hat es da einmal ins Grüne gemacht. Ach ja, klar. Wir müssen zum TV-Sender. Da waren wir ja noch nie. Wieso müssen wir da schon wieder hin? Haben die schon wieder alles aufgebaut? Nee, wir brauchen einen Schlüssel. Natürlich, den Schlüssel, den... ja. Ja, das ist... ist mir auch aufgefallen, dass der Schlüssel meistens da drin ist. So ein Standard-Universal-Super-Duper-Schlüssel. Ach, Freunde. Hui! Ey, die Gegner werden sich auch denken, auch nicht schon wieder die zwei. In der letzten Mission, das wäre lustig, in der letzten Mission, wenn man dann wieder in der Stadt ist, dann sind die Gegner so genervt, dass sie einem den Schlüssel einfach vor die Füße werfen und sagen, jetzt verpisst euch. Oder sie stehen vorm TV-Sender mit Streikschildern. Ja, das wäre lustig. Für bessere Arbeitsbedingungen, mehr Hitpoints. Ich glaube, wir müssen runter. Ja, das sieht so aus. Hier aber da hinten runter. Vorsicht, da hinten runterkommen. Echt jetzt? Okay, ich warte, bis du da bist. Das ist ja so lieblos. Das ist ja völlig bescheuert. Das ist ja einfach nur... Die Wache, die den beschützen sollte, ist mit Sicherheit einfach nur in den Abgrund gestürzt. Ey, weißt du, legen sie den Schlüssel einfach ganz weit weg. Ohne Sinn und Verstand, er schwebt halt jetzt rum. Nur damit wir jetzt wieder zurück dürfen. Schräg. So, jetzt kommt nicht nur die große Quizfrage, wie komme ich da hoch? Mit Jump'n'Run. Ich packe hier mal meine Skills aus. Ups. Wir müssen da jetzt hoch. Ich glaube. Das stelle ich mich auch an wie so ein Hund zum Scheißen. Okay, ich bin da. Ich warte. Ah, suche gerade im Weg noch. Hui. Okay, ich habe mich verlaufen, glaube ich. Mal gucken, ob ich da irgendwie außen rum. Ne, da nicht. Oh oh. Autsch. Hey. Bist du schon da? Ja, ich bin unter dir. Ach, und da geht's über dir, da geht's so hoch zu dir. Ah, hallo.
Diesmal habe ich keine Freunde dabei. Ich wette mit dir dafür, wenn hier umso mehr sein. Eins sehe ich schon. Hä? Wo? Hast du denn mit einem Schlag jetzt kaputt gemacht? Ich nicht. Ich doch nicht. Als ob ich Schaden machen würde. Ja, das wundert mich jetzt umso mehr. Na, du glaubst auch, dass ich nie Schaden mache, dass du alles nur erledigst, oder was? Ja, bei Dungeon Defenders waren deine Fallen auch nicht so geil. Nur die Barrieren, die waren gut. Du bist so ein kleines, überhebliches Arschloch, aber hey, überhaupt kein Thema. Das Let's Play ist ja bald vorbei. Wollen wir dann getrennte Wege gehen? Ich glaube, ich brauche mal eine Co-Pause von dir. Das heißt, ich krieg die linke Hälfte des YouTube-Channels und die rechte Hälfte? Ja, genau so ist es. Und du darfst auch nicht mit unseren Bekannten dann spielen. Aber auf der linken Seite sind die Thumbnails, ja. Ah ja. Die kannst du behalten. Ach Gott. Ja. Da hoch, oder? Warum sind die nicht hier noch nie auf die Idee gekommen, einen Fahrstuhl einzubauen? Also, damit wir Schaden? Einfach mehr... Hä? Ich nehme Schaden irgendwo. Au. Na, du blöde Kugel, was ist mit dir? Nichts mehr ist mit dir. Gar nichts. Oh, noch früher. Oh, na, noch ein paar. Was macht die große Kugel jetzt hier? Ach, die spawnt kleine Kugeln. Aha. Dieses kleine Assi-Kugelfiech. So, du spawnst gar nichts mehr. Wenn das die ganzen Schokoladenkügelchen auch immer machen würden. Dann hättest du endlich einen Schokoladenvorrat. In den Zeiten ist es sehr wichtig. Mhm. Bevor die ersten Gerüchte kommen, dass Schokolade auch nur aus China kommt. Ach nee, warte mal, jetzt war hier irgendwo der Aufgang. Das wird hier mal nicht politisch inkorrekt. Bin politisch überhaupt nicht inkorrekt. Da hinten ist ein Medikit. Oh, und unsere so Statue. Ja, die kannst du behalten, ja, okay. Die genug Geld. Bringt auch nur Kohle. Verdammt. Wo müssen wir jetzt schon wieder hin? Müssen wir noch weiter hin? Nee, das ist zu weit hoch. Zu weit oben. Ja, mal, es muss hier irgendwo sein, der Eingang. Gott, wir waren hier schon 20 Mal, weil ja. Die Spielung so nur daher lässt. Und dann verlaufen wir uns trotzdem noch. Hä? Also ich bin da. Ich wusste doch, man muss irgendwann rechts abbiegen. Herrgott nochmal, diese ganze Kacke immer. Oh, ich habe meine Kettlinger noch gar nicht ausprobiert. Kommst du mal her? Ich brauche Munition. Ich komm ja schon, ich weiß noch nicht, wo du bist. Ach, guck mal, da sind wir doch. Mhm. So, bereit? Ja. It don't mean a thing if it ain't got that zing! What's going on, buddy? Hello, Lo Wang. How's Comico faring inside that cesspool you call a brain? It's great! Except for the part where I hate my existence every second of the day. She says she's learned to enjoy it. Surprising, but I'm glad to hear it. Please treat her with care. She's the only member of my family who is worth anything. Have you been able to locate her body? I have, but they've been moving it daily, sometimes hourly. Let me see where they have it today. Oh. Oh dear. This does not look good. What? It seems Z-Corps have been alerted to your presence. You may have a fight on your hands. Keep searching for her. I'll take care of these guys. Es ist schön, dass der Körperlose damit beauftragt ist, den Körper einer anderen Frau zu finden. Vor allen Dingen halte ich das für ein Gerücht, dass die noch überhaupt irgendeinen Soldaten haben. Echt, jetzt müssen wir hier alle Punkte wieder bereinigen. Befehlslerkorps, tatsächlich. Na komm. Hallo.
Das ist Spaß. Hallo. Hallo. Ich höre wieder auf. Mach, da hinten ist ein Großer. Ein Großer? Wieso denn? Naja, ein Großer. Boah, die arme Sau. So gefühlt 200 Kugeln geschluckt. Hä? 200? Wo kommt denn die jetzt her? Ich glaube, das waren ein paar mehr. Hä, die kann doch maximum nur 100, 160 laden. Mein Magazin war noch gefühlt halb voll. Meins halb leer. Ey, jetzt locken sie uns runter, nur damit wir wieder hoch müssen. Ah, anstrengend. Entschuldigung, ich bin gerade ein bisschen in Lästerlaune. Ja, ich glaube auch 2 Stunden weniger hätten im Spiel ganz gut getan. Ja, genau das wollte ich gerade sagen. Wahrscheinlich haben sich die Entwickler gedacht, ey, nee, das, wir haben versprochen, das Ding dauert 15 Stunden. Wir müssen uns dann noch einfach einfallen lassen. Ja, genau. Der Erste, der dann schnarchend in der Konferenz aufwacht, Wellen. Alles klar, Wellen finde ich gut. Lange Laufwege, schnelle Respawn-Zeiten. Spawn immer beim Host. Ja. Der hat eine Beförderung gekriegt, ne? Noch ein herzliches Dank, weil er ist ja damals von Borderlands hierher gewechselt. Der Level Designer. Der Premium-Mitarbeiter. Wir brauchen irgendjemanden mit Erfahrung. Den Wegekoordinator von Borderlands. Also weißt du was, ich hüpfe jetzt da runter und mach den Dödel da unten kalt. Der ist ja voll nervig hier. Nein, ich will runter. So, wo bist du? Ja, spawnt immer alles schön. Ach Gott, wie viele sind denn das noch? Hallo? Ja, die spawnen auch noch erst. Ach, ich hab schon wieder so eine Mama-Drohne. Was ist denn mit euch los? Immer drauf auf dem Modell. Was ist mit dir los hier? Was sind denn für Probleme? Hüpf doch in meine Kugeln! So, war's das? Nee, da ist noch ja, eine. Ja, Speak with Xing. So. Jetzt sind wir echt höher hoch, ne? Na gut, wir gehen hoch. Was ist hier da? Nimm durch irgendwas, nehme ich Schaden. Nein! Also ich war schon da. Hä? Wie machst du das auf einmal so schnell? Da war ein Teleporter. Also was ist Teleporter? Aber so ein Ding, was einen nach oben strahlt. Ich glaube, ich bin schon wieder falsch abgebogen. Ach komm, ey. Nee, warte mal. Ich muss da hinten an die... Ach Mann, das ist das Ding mit der Wand, ne? Schon 1000 Mal lang gelaufen und ich krieg's immer noch nicht hin. Nee, warte mal, du bist unten. Also, witzig wäre es, wenn man gegen den kämpft, weil jeder Schuss ist ja quasi ein Headshot. Zwangsweise. Ich klicke. Now that was invigorating. Any luck finding that body? Yes, I'll have the location shortly. Ask him about the gates. Oh yeah, I've been meaning to ask you. Were you there the first time the gates were sealed? What happened? Ah, now there's a tale. It all began 12 eons ago when... Can you give us the 30-second version? You mortals have no attention spans. We, like, have to go and save the world and stuff.
Very well. All energy in the Shadow Realm is derived from the chaotic forces of the Void. But, unadulterated, those forces subsume us to their primordial flux. That is why Enra launched our war against the forces of Chaos, to wrest back control. The battle raged for centuries until my armies prevailed, pushing Chaos into abeyance. Hoji then constructed a powerful set of enchanted gates to contain them. And Mezu sealed them with a ritual, using the only thing we had that was powerful enough. Gozu's farts? Aniona's soul. Ah, probably smells worse. The trouble was, we still needed the energy from beyond the gates to power our world. But now it had to flow through Aniona, put an immense strain on her. Hence the tears. Which became your fuel. Yes. It is shocking to think about it now. Might have worked had we been modest in our use of it. Instead, Enra, Mezu, even Hoji used the power of Aniona's reign to fuel their desires, building monuments to their own greatness. Then, to protect the flow of energy, they isolated her. Loneliness and sorrow slowly drove her mad. Hoji and Enra's death seems to have pushed her past the brink. That's her recent behavior. You mean the sex tape or the trying to destroy the universe? Both. Here, Block B. That's where they're holding the body today. Good luck, dear boy. Don't go and get yourself killed. Now, if you'll excuse me, my public needs me. Oh, 2 Skillpunkte. Muss mal ganz kurz Skillpunkte vergeben, mal schnell. Weißt du, was meine allergrößte Befürchtung jetzt ist? Was denn? Dass wir jetzt zu diesem Körper reisen und der Körper exakt an der gleichen Stelle liegen wird, wie am Anfang des Spiels, als wir den Körper geklaut haben. Du meinst im Labor? Genau. Das wird dreist. Ich starte. Ja, achso, okay, ja. Ja, aber ich hab da so einen Verdacht. Meinst du, hast du so im Urin? Ja, da habe ich was ganz anderes.